Servus Leute und herzlich willkommen hier wieder in Minecraft. Ich sehe gerade, dass ich halb am Verhungern bin, deswegen esse ich jetzt erstmal ganz schnell was. Und ja, mit dabei wieder der Dustin. Bist du eigentlich noch im Nether oder zu Hause? Oder? Ich bin im Nether und baue die Rail gerade fertig. Okay. Seit 10 Jahren, habe ich das Gefühl hier. Aber egal, die wird auf jeden Fall fertig hier. So langsam, aber sicher wird sie fertig. So, verzaubertes Buch. Verzaubertes Buch. Und bisher hat uns auch kein Gast angegriffen hier, insofern ist das doch alles top. Das Problem ist jetzt halt nur, dass wir hier hoch müssen. Und das könnte echt das Problem werden. Ah, so. Das heißt, wir brauchen auf jeden Fall brauchen wir hier eine. Okay, hier haben wir schon mal Bücher. Und das weiß gar nicht, ob das reicht. Könnte reichen eigentlich, ich weiß es nicht. Mal ausprobieren eben. Weil so hoch geht es dann eigentlich auch nicht. So, okay, und jetzt bitte. Nein! So ein Scheiß, also zurückkommen wir auf jeden Fall gut. Halt, bleib stehen, mein Kart. Das ist eigentlich ganz gut, die bleiben dann halt relativ schnell stehen, wenn man nicht drin hockt. Nein, jetzt schub ich es auch noch an. Ich glaube, ich krieg's platzen. Geht kaputt, danke. Zum Kack, wie machen wir das jetzt da? Müssen wir noch irgendwo eine Boost Rail reinbauen? Außer, weißt du das, ob hilft es, wenn man zwei Boost Rails hintereinander macht, beschleunigt man dann schneller? Nein, das bringt nichts. Bringt nichts? Also bei 1 und 2 weiß ich ja nicht, aber es wird nichts bringen, da 5 hinzubauen. Eine wird auch reichen. Okay, ich probier's. Nur halt, du machst halt, du fährst halt eine Schiene weiter, weil ist auch eine Schiene versetzt, ne? Aber es bringt jetzt nichts super. Ah doch, es bringt echt mehr, Mann. Echt? Ja. Okay. Ich hab's gerade ausprobiert, Mann. Ich komm weiter. Vor kam ich nicht hoch und ich habe dahinter eine gesetzt, insofern. Kam ich auch rein von der Rechnung nicht eins weiter, sondern eigentlich nur genauso weit, wenn schon. Aber es passt auf jeden Fall. So, verzaubertes Buch. Wenn man ein Buch auf den Tisch verzaubert, die Verzauberung wird dabei zufällig ausgewählt. An einem Amboss mit einer Waffe. Super. Ach, Amboss. Wie mache ich denn jetzt einen Amboss? Keine Ahnung. Das ging irgendwie. Kenne ich das nicht. Ich wusste, ja, brauchen wir ein bisschen Eisen. Da wird aus Eisenblöcken gemacht. Eisen ist gut, Eisen ist gerade gut. Ja, okay, hat sich dann erledigt. Aber wieder was gelernt? Wie geht es? Also mit man das verzauberte Buch dann reinmachen und dann. Im Amboss rein und dann mit der Waffe halt wieder haben willst. Okay. Ja, man kann hier doch viel lernen, ne? Ja. Das stimmt wohl. Was wollte ich denn jetzt noch machen? Ja, ich wollte eigentlich Level 30 werden. Und dann gleich in die Höhle reingehen und dann aber erst was verzaubern. So Leute, ich baue hier nochmal eben ein schön hässliches Haus rauf rum. Wisst ihr, was ich meine? Warum eigentlich nicht? Und vor allem dann ist man vielleicht nicht mal gleich halb tot, wenn man hier in den Nether kommt. Denke ich mal, ist doch ganz in Ordnung, wenn man hier so ein schönes Hütchen hat. Okay, was heißt schön? Es wird mega hässlich, aber ich meine, im Nether will man jetzt auch nichts Schönes bauen, würde ich mal behaupten, oder? Ich glaube, ich bin echt lebensmüde. Ich renne jetzt einfach hier raus, nur um Level 30 zu werden. Da wird auf jeden Fall schief gehen. Ist Nacht oder was? Ja. Ja, könnte schief gehen. Aber hey, vielleicht auch nicht, oder? Vielleicht auch nicht. So. Schieß mal auf den Creeper. Das wäre mal geil. Der hatte okay. Ernsthafte Probleme. Ich baue hier meine hässlichen Hütchen. Okay. Aber egal. So. Aber ich habe halt auch Angst, zum Beispiel, wenn jetzt ein Creeper, also beziehungsweise ich pflanze hier schon alles aus, immer soll Bäume wachsen, kannst du einen Creeper machen, dann hat alles kaputt. Ist auch scheiße. Ja. Also das finde ich auch irgendwie so kacke, weil Creeper zerstören einfach mal 80% der ganzen Items. Das finde ich voll übertrieben viel. Okay, ich muss auf jeden Fall hier weg. Ach du Scheiße. Das Schlimme ist bei den Zombies, Alter, wenn du einen tötest, da kommt ja direkt die ganze Familie an. Ja, Mann, richtig hart. Du hast nicht zufällig ein Eisen oder so gerade dabei? Oder hast du eine Diamant-Pickaxe oder irgend sowas? Ich hab alles, Diamant-Pickaxe, alles. Willst du mir eine geben? Nur ausleihen von mir aus auch. Wenn ich danach mit in die Höhle kann, gerne. Ja, du musst mir dann halt gerade sagen, wann du sie wieder brauchst. Dann also, ich weiß nicht, wie lange brauchst du sie denn? Nicht lang, nur kurz, um ein bisschen von diesem, wie heißt das Zeug, keine Ahnung genau, von diesem Netherrack abzubauen. Also ja, das geht klar, aber ich muss erstmal zu dir kommen. Das kann, nee, warte, ich komm zu dir. Achso, wo bist du genau?
Ich kann jetzt, bin jetzt gleich bei dir. Okay, warte, ich komme auch gerade angefahren, weil die Minecart-Rail läuft übrigens hier. Du wolltest eigentlich auch mal angucken, ne? Das ist korrekt. Deswegen lohnt sich das ja zu kommen. Oh Gott, Spinne. Die läuft auf jeden Fall, obwohl sie noch nicht so ganz 100% ausgereift ist, aber egal. Sie läuft und man kommt hier natürlich. Ach, Spinne, hast du gedacht, wa? Ja. Muss ich durch das Portal? Genau. Bist du dann auch direkt auf der anderen Seite oder Nee, wie sieht bin, das aus? bin, ach so, nee, du musst, ja doch, ja. Boah, was leckt denn das so bei mir? Was brauchst du nochmal? Pickaxe, Diamant am besten, aber. Hey, Labo, stehst du vor mir? Ich sehe dich gar nicht. Ich stehe jetzt instant vor dir, ja. Ich sehe dich echt nicht. Ja, das dauert immer ein bisschen im Lever. Ist ja wieder Hacking. Auf jeden Fall, ja, kannst du dich so, dann zeig mal. Ins Minecart hocken und auf den Knopf drücken. Fertig. Jetzt sehe ich dich. So, ich Ja, folge aber. dir mal eben, weil wir kein zweites Minecart haben. Oh, ich bin sogar schneller als du. Ich kann dich anschucken oder überholen. Ja, das stimmt wohl. Aber egal, ist auf jeden Fall bequemer hier. In einem Minecart, vor allem die Kurven kommen. Oh, ein. Kurven komme ich dann halt echt nicht so schnell rum. Aber egal, ich hole noch ein volles epische Wettrennen hier. Okay, man soll, also, ich weiß nicht, ist das schwer, die komischen Beschleunigungsdinger da zu bauen? Wie, nö, ich habe noch 11 sogar im Inventar. Ja, dann würde ich noch ein paar reintun. Ja, man wird schon lahm, ne? Lahm nicht, aber es geht schneller. So, kaputt machen, machst du das kaputt, oder? Ja, du musst links aussteigen, Shift drücken. Ah ja, Shift, genau. Shift auch, da war ja was. Kommt wieder Windows. Wollen Sie irgendwas Komisches machen? Nein. Ich hasse das. Boah, ich hab Bock, so einen anzugreifen, ey. Ja, mach doch. Nee, die haben Goldschwert in der Hand. Wie komme ich denn jetzt wieder zurück? Oder ich muss warten auf die Axt. Ich kann dir helfen. Hast du noch eine? Ich hab nur eine. Ach so, ja, das ist natürlich praktisch. Wie weit denn? Ist eigentlich egal, ich brauche nur den Stein. Achso, okay. Ich baue hier einfach so randommäßig rein. Also ich habe zwei Diamantschwerter, zwei Diamant. Ich habe sogar noch eine Spitzhacke in Diamant, heißt habe ich insgesamt drei. Okay. Der hat unseren ganzen Dann habe ich eine ganze Eisenrüstung. Ich hab noch ein paar Diamanten oben. Ganzen Eisenrüstung habe ich noch an und noch eine dabei. Was? Vier Eisenschwerter und fünf Eisenspitzhacken. Fünf? Ja. Alter, du hast ja echt hier, du bist ja der reißt dich auf. Also das heißt, wenn ich dann wahrscheinlich in eine Höhle gehe und dann sterbe, dann scheiße. Ja, dann krieg ich aber echt den Schreianfall, du. Wie viel brauchst du denn von dem Stein? Keine Ahnung. Eigentlich, keine Ahnung, ist egal. Ein paar halt, ne? Weil ich will da so ein schönes Hütchen bauen. Zwei bitte. Ein paar zwei, Sachen. Zwei eigentlich. Weil ich will einmal einfach nur so einen hässlichen Klotz eigentlich drumrum bauen. Aber der hilft dann trotzdem viel, weil da können dann eben die Viecher nicht rein. Und die Gasts töten einen nicht direkt. Ich könnte ein bisschen Quarz abbauen, dann wäre ich schon mal Level 30. Ja, stimmt, genau. Mach doch Quarz. Soll ich dir zeigen, wo es hier gibt? Erstens. Ja, ich weiß auch nicht, wie das aussieht, wenn ich ehrlich sein soll. Aber ich guck mal. Ja, das erkennst du aber auf jeden Fall. Wenn du siehst. Der Quarz bringt echt ich weiß levelmäßig nicht. Echt krank viel. Ich weiß nicht, ob Glowstone Level bringt. Nee. Ja, dann haben wir das auch erledigt. Da ist nur Glowstone. Warte mal, wenn du hier hinten hinkommst, vielleicht sehe ich hier gerade was. Nee, hier ist natürlich gar nichts. Nö. Oh man, dieses stupide Abhacken, ey, das nervt immer. Aber gut, muss. Da ist ultimativ viel Glowstone, kein Quarz. Glowstone kannst du aber auch abhacken, ist auch ziemlich gut. Ja, aber ne, bringt mir ja nichts so. Warte mal, ich. Warte, ist das hier? Das normaler Netherite. Ey, ich finde kein Quarz. Ich weiß aber auch nicht, wie das aussieht, aber ich werde das, denke ich mal, auf jeden Fall sehen. Ich weiß ehrlich gesagt jetzt hier in dem Texture-Pack auch nicht genau, wie es aussieht. Also da unten sind ganz normale Steine, tatsächlich. Oder beziehungsweise die, aber da wo okay, langsam bist. Glowstone. Ich suche gerade auch mit. Könnte ich es dir wenigstens noch zeigen, wie es aussieht. Da unten könnte durchaus das Quarz manchmal sein. Ich glaube, ich habe es. Aber Grapple weiß der, wie es aussieht insofern. Ich glaube, ich habe etwas gefunden, wo mein Minecraft hängt. Alter, was ist denn jetzt los? Okay. Fatal Error. Alter, was ist denn jetzt? Was geht denn jetzt hier? Ich buddel jetzt hier einfach noch mal ein bisschen rum und dann ja, ist der Part auch schon wieder zu Ende. Aber egal, wir haben wenigstens diesen Netherrack und wir haben die Minecart-Strecke endlich mal vollendet. Und da hinten sehe ich Quarz.
Ja, das ist gar. Ich habe leider keinen Quarz gefunden, das sind nämlich Pilze. An Pilze. Ja, dann komm noch mal. Ich komme zu Ja, dir. komm zu mir. Aber das machen wir im nächsten Part. Und ja, ich würde sagen, danke fürs Zuschauen. Hoffe, hat euch gefallen. Jetzt müssen wir nur noch Lars wiederfinden. Dustin wiederfinden. Ich bin auch komplett verwirrt. Auf jeden Fall, bis zum nächsten Mal. Bis dahin. Ciao. Tschüss.